Wunderschönen guten Tag, liebe YouTube-Freunde. Ich bin mal wieder unterwegs am Bodensee. Diese Woche habe ich mich auf die Schweizer Seite bewegt. Und zwar zu meinem Kumpel Retro in die Schweiz. Wir haben uns in Altnau getroffen und fotografieren jetzt hier in Altnau den wunderschön hinter mir liegenden vorbereiteten Sonnenuntergang. Also bleibt weiter dran. Ja, wie ich schon gesagt habe, heute geht es in Altnau zum Sonnenuntergang. Der Sonnenuntergang ist da hinten schon voll im Gange und wir stehen jetzt hier in Altnau rechts am Hafen und fotografieren den langgezogenen Steg hier hinter mir. Man sieht es da, hier hinter mir läuft er aus, läuft dann in die Richtung auf den Bodensee raus. Und jetzt nimmt allerdings gerade der Wind zu, da hinten in Konstanz kommt auch schon Regen auf uns zu. Das könnte noch ein nasser Abend werden. Macht nichts, denn ich möchte heute Abend diese Stimmung unbedingt noch mitnehmen. Da hinten, die Berge sind total cool beleuchtet und das mache ich jetzt. Momentan fotografiere ich hier unten schon mit meiner R6, mit dem 2470, habe ein ND1000 drauf, mache eine Langzeitbelichtung, Bulbbelichtung, damit ich die Stimmung auch wirklich richtig cool einfangen kann, die Wolkenbewegung ordentlich ins Ziehen gerät und fotografiere mit einer Blende 11 auf 30 mm, um einen coolen Effekt vom Steg zu bekommen. Den Steg lasse ich mittig im Bild ins Bild reinlaufen, so dass ich den Bodensee und die davor liegenden Steine hier, wo wir sitzen, auch noch mit auf dem Bild habe. Ja, kaum habe ich ausgesprochen, geht es auch schon los. Der Regen setzt ein. Das macht uns aber nichts. Wir ziehen trotzdem weiter. Ich habe gerade mal noch, um eine richtig coole Sache einzufangen, nämlich eine Nahlandschaftsaufnahme einzufangen, habe ich 70-200 aufgeschraubt und habe mir den Steg ins untere Drittel gesetzt und die dahinterliegenden wunderbar rosarot angemalten Alpen ins obere Drittel gesetzt, um die noch zu fotografieren. Also ich kann euch immer mal wieder raten, nehmt euch auch mal ein Telezoom mit und haut auch da mal Bilder raus. Mit dem 70-200 macht es natürlich mega Spaß. Ihr seht schon, der Regen kommt jetzt sehr extrem. Ich verziehe mich mal ganz kurz ins etwas Trockenere, bis der Regen abgeflacht hat. Bis gleich! Ist das schön rutschig hier. Oh, nass werde ich auch noch durch den Wind jetzt. Oh. Ah, schön, wie die Wellen da durchfetzen. Hey. Cool. Ja, wie ihr seht, nach dem kurzen Regenschauer, den wir hatten, ist jetzt auch schon wieder vorbei. Dafür ist jetzt der Sonnenuntergang leider auch vorbei. Aber ich habe hier noch einen alten Steg entdeckt, der noch so ins Wasser ragt. Dort mal jetzt gerade Hochformat, noch ein paar Bilder. Mal gucken, wie das wird. Das ist nämlich hier arschglatt. Die Steine hier sind relativ rutschig. Ja, genau. Und da mache ich jetzt auf jeden Fall mal noch ein paar Bilder. Durch den alten Steg durch die Bunnen hier hindurch. Wir haben am Bodensee leider nicht so coole Bunnen wie der ein oder andere Zuschauer oben an der Nordsee oder Ostsee. Aber auch hier kann man eventuell schöne Bilder machen und das probiere ich jetzt, ob das funktioniert. Jetzt müssen wir mal gucken hier, ob ich da mal noch ein Stück weiter vorkomme oder würdest du mir das nicht raten? Du als Einheimischer. Wenn, dann wollen wir ja hier auch ein bisschen das Wasser sehen, wa? Und weil wir das Wasser ja sehen wollen, wie es hier durchplatscht, gehen wir hier halt auf eine Blende 8, die lacht
In dem Fall auf ein Fünftel, ein Sechstel. Und dann müssen wir die ISO. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ja, gut, egal. Wenn wir die ISO auf 1000 hochnehmen. Auf 2000 sogar. Ja, gut, aber damit das Ganze noch ein bisschen mehr Flair kriegt, wenn die Wellen hier durchzipfen. Scheiße, ich will nur nicht nass werden. Alles gut, nur ich will nur nicht nass werden heute. Was tut man nicht alles fürs perfekte Bild, ey? Ja, wieder mal eine kleine Anekdote am Rande. Was tut man nicht alles fürs perfekte Bild? Sicherlich, man macht einiges, aber wenn ihr euch in Lebensgefahr begeben müsst, dann tut mir, euch und euren Familien natürlich einen Gefallen und lasst es sein. In Lebensgefahr muss ich heute zur Tage keiner mehr bringen. Dafür gibt es auch noch Photoshop und Lightroom, mit denen man das ein oder andere KI-gestützt dann doch noch machen kann. So, jetzt warten wir hier auf die nächste große Welle. Oh, Scheiße. Oh. So, mit dem Arsch fast im See. Schon dein Arsch gespritzt. So eine nasse Puppes, ey. Scheiße! Das ist natürlich wieder blöd. Auch kleiner Tipp am Rande, nehmt natürlich die 2 Sekunden Vorbelichtungszeit raus. Dann funktioniert es auch mit den Bildern. Oder wie der kleine Italiener früher gesagt hätte in der Nescafé-Werbung, dann funktioniert. Nee. War das Nescafé? Oder war es Calgonit? Mit sauberen Gläsern funktioniert es, dann klappt es auch mit dem Nachbarn, oder? Irgendwie so. Also war es Calgonit. Schleichwerbung. Sorry. Ja, sehr cool. Jetzt haben wir schon das erste Bild. Perfekt. Wo bleibt die nächste Welle? Das ist die perfekte Welle. Oh, jetzt hänge ich wieder mit dem Arm im Bild. Das ist natürlich auch wieder super, oder? Ja, klasse. Ellenbogen oben drin. Hä? Dürften noch ein bisschen mehr Wellen jetzt sein hier. Hallo, wo ist der Wind jetzt? Komm schon, komm schon. Ja, so haben wir da ein bisschen Bewegung drin. Das ist gar nicht schlecht. Also, ihr seht, das funktioniert auch bei mir nicht immer gleich alles auf Anhieb. Man muss einfach auch mal ein bisschen Geduld mitbringen und muss den perfekten Moment abwarten. Fotografie ist ja auch nicht immer gleich alles hinlaufen, perfekte Shot machen und ach was rede ich, ihr kennt das selber. Genau, also einfach ein bisschen Geduld mitbringen und dann vor allen Dingen beim Video nicht so viel labern, genau dann, wenn die perfekte Welle vorbeikommt. Ja. Ja, ja, ja. Flaut ab. Hä? Flaut ab. Der Wind flaut ab. Ja, der Wind flaut ab. Das ist ein Problem. Das. Aber da kommt noch mal eine Welle. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ja. Zumindest. Oh, warte mal, da kommt noch mal was. Da kommt noch mal was. Ja, wo sind die großen Passagierschiffe, wenn man sie mal braucht, ne? Aber die haben Winterpause, also im Winter fahren die Passagierschiffe nicht. Da kommt noch mal was Größeres. Wie sah das aus? Mal kurz checken. Ja, hier haben wir eins. Dame 1, Dame 1. Da ist eins, ganz gutes. Das ist auch noch okay. Das geht auch ganz klar. Das geht auch gut. Das ist okay. Ja, sind 5, 6 dabei, die Bewegung zeigen. Wir gehen jetzt weiter an den nächsten Spot. Ihr bleibt weiter dran und ihr kriegt jetzt die Bilder. Bis gleich.
So, wenn man natürlich in Altnau ist, dann möchte man natürlich auch den längsten, zumindest mir bekannten Steg am Bodensee fotografieren. Dazu habe ich mein Stativ natürlich wieder mittig aufgestellt und nehme jetzt den Steg beim Fotografieren hier noch mit. Dazu habe ich immer noch 24-70 drauf. Ich habe einmal ein Bild gemacht mit 24 mm und eins mit 60 mm, um die Tiefe des Steges voll mitzunehmen. Achtet beim Stegfotografieren immer darauf, dass das Bild, dass der Steg schön von außen reinkommt ins Bild und auf denselben Höhen im Bildschirm ist, könnt ihr tatsächlich auch kontrollieren. Bei der Canon zum Beispiel ein paar Mal auf Info gedrückt und ihr habt einen komplett blanken Bildschirm ohne Histogramm, ohne Anzeige, ohne Wasserwaage etc. Also so könnt ihr das am besten kontrollieren bei Canon. Die Bilder folgen aber jetzt, die ich gemacht habe. Und da bin ich auch schon wieder. Und das heißt, das Video geht heute Abend aus Altnau schon wieder zu Ende. Geprägt durch einen tollen Sonnenuntergang mit extrem coolen Bergen, die sauber angemalt wurden, einer Bulbbelichtung, die sich gelohnt hat. Ich habe dann nachher auch noch mal kurz ein Bild gemacht, weil wir hier so türkisfarbene Wasseroberfläche gekriegt haben. Habe ich ja natürlich auch noch ein Bild machen müssen von diesem Karibik-Flair, den wir ja immer kriegen, wenn wir am Bodensee so schön Wind haben und uns Wetter umschlägt. Habe ich auch ein Bild gemacht, blende ich gerne nachher noch ein, also bleibt weiter dran, kommt dann noch zum Schluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr wart wieder mit Freude dabei, habt wieder gerne zugeschaut bei diesem Video und möchte mich bedanken für eure Zeit, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr immer tapfer und treu dabei seid und mir immer die Stange hebt. Falls du das Video geschaut hast und noch nicht zu meinen Followern gehörst, würde es mich freuen, wenn du jetzt einen Daumen nach oben da lässt und den Kanal abonnierst und natürlich die Glocke aktivierst, dass du in Zukunft nichts mehr verpasst. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video, wenn's heißt, der Pfleger on Tour. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, tschüss und ciao vom Bodensee aus der Schweizer Region.